Hallo Leute, ich bin's nochmal. Ich war hier gerade im Zeitrennen mit Bowser und will euch damit eigentlich nur zeigen, weil dieses Zeitrennen, wie werdet ihr jetzt denken, hä, was will er von mir, was wollt ihr von mir? Mit der Strecke sind wir doch schon gefahren. Ja, aber folgendes. Ich will euch eigentlich nur zeigen, was für einen krassen Unterschied es macht, einen schweren Charakter zu nehmen im Gegensatz zu einem leichten, ja. Das bedeutet, wir fahren die Strecke jetzt, alle drei Runden. Dann werde ich meinen Geist speichern, also meinen jetzt gefahrenen Geist werde ich speichern. Um euch zu zeigen, danach dieselbe Strecke fahre ich dann nochmal mit einem leichten Charakter. Um euch zu zeigen, wie krass dieser Unterschied ist. Ja? Wir fahren auch jetzt dreimal dieselbe Abkürzung. Damit ihr nicht denkt, ja, hier der bescheißt uns, schau, was der für ein Müll redet oder so weiter. Nein, nein. Ich fahre jetzt genauso, wie ich es mit dem leichten Charakter auch tun werde. Und dann werdet ihr den Unterschied schon sehen. Da werdet ihr es sehen, glaubt es mir. Ich werde, also ich behaupte jetzt einfach mal. Wir spielen jetzt Wetten, dass. Wetten, dass ich mit dem leichten Charakter nicht hinter meinen schweren hinterherkomme. Mit demselben Auto. Ich nehme nur einen leichten Charakter. Das Auto bleibt dasselbe. Das will ich euch einfach nur zeigen, damit ihr wisst, wie krass die sich voneinander unterscheiden. Und wie viel Sinn dann vor allem auch ein schwerer Charakter im Zeitfahren einfach macht. So, fertig, sehr schön. Neuer Rekord, ja klar, ist logisch, weil ich meinen Geist von vorhin gelöscht habe. Ja, mit dem hatte ich auch sowas, nur 1,49. Geistdaten wurden erstellt, ist schön. Nein, ich möchte sie nicht hochladen, vielen Dank. Strecke wechseln. Ach, Quatsch, Charakter wechseln. Ja, das macht nichts, wir können auch so einfach nochmal zurückgehen. Also passt auf. Bowser's Stats sahen so aus. Ja, Goldleiter, Slickreifen und der Rennwagen. So. Wir nehmen jetzt nur einen leichten Charakter. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir Cooper. Er gehört schließlich auch zu Bowser. Ist ja ein Lakai von Bowser so. Und mit dem nehmen wir genau dasselbe. Rennwagen, Slick, Goldleiter. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Farbe vom Rennwagen. Weil sich die Farbe von den Autos einfach gegen Geist antreten. Genau. Weil sich die Farbe vom Rennwagen einfach dem Fahrer anpasst. Ihr werdet es sehen. So. Also wir sind jetzt erstmal schneller, ja. Weil wir einfach eine bessere Beschleunigung haben als Bowser. Aber ich sag es euch. Da, schaut, wie er an uns vorbeizieht. Das ist unglaublich. Jetzt sind wir wieder schneller, weil er langsamer geworden ist, weil er weil er dingsen musste. Aber spätestens beim Turbo werden wir merken. Dass er vor uns ist und wir nicht mehr hinter ihn herkommen, an ihn rankommen. So, ab jetzt ist er vor uns. Es ist Wahnsinn. Ihr seht das auch jedes Mal, wenn er einen Turbo bekommt, ja, vom Driften oder so. Dass sein Turbo einfach viel krasser ist als der meine. Mit Cooper, mit als leichten Charakter jetzt, ja. So, dann fahren wir hier nochmal durch. Aua. Aber das macht jetzt nichts, dass ich da hängen geblieben bin. Das macht gar nichts. Weil ihr habt es in der zweiten Runde jetzt gesehen. Ich habe keine Chance, an ihn ranzukommen. Und ihr seht es auch jetzt, dass ich nicht wirklich näher komme.
Schaut euch das an. Das ist unglaublich. Wir waren 2 Sekunden langsamer. 2 Sekunden. Oh, 1 sogar bloß. Ja, 1,5 schon fast. Ja, aber das ist das. Das ist der Unterschied zwischen schwer und leicht im Zeitfahren. Also nicht nur im Zeitfahren, dieser Unterschied besteht immer. Egal was ihr fahrt, ob ihr Schlacht, wobei auf der Schlacht weiß ich es gar nicht, aber ich schätze mal schon. Ob ihr auf der Schlacht seid oder ob ihr im Internet spielt, ob online spielt oder ob ihr Grand Prix macht oder was. Das ist immer, dieser Unterschied besteht immer. Das ist immer da, das begleitet euch jedes Mal, wenn ihr fahrt. Ja. Und, ja gut, 2. Runde seht ihr ja, 0,37 bin ich mit Cooper gefahren, mit Bowser 0,35, aber das lag daran, dass ich hängen geblieben bin an der Röhre in der letzten Kurve. 1. Runde, ja, waren wir 1/10 langsamer, 1,2 Zehntel langsamer, ja, und in der letzten Runde genauso. Da waren wir 2 Zehntel sogar, 2,6 Zehntel langsamer, ja. Also, und ich bin in der ersten Runde, gut, die 2. Runde können wir jetzt nicht zählen, ja, das sagen wir, wir zählen die 2. Runde nicht, deswegen waren wir trotzdem langsamer, ja. Weil wir einfach nicht hinterherkommen. Wir haben dasselbe Auto, dieselben Reifen, selber Gleiter, keine Chance. Ihr könnt es gerne auf anderen Strecken testen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es euch auf anderen Strecken nicht anders gehen wird. Fahrt wirklich, probiert das mal aus. Fahrt auf anderen Strecken mit Bowser vor, ja, und versucht dann mit einem, oder das muss nicht Bowser sein, nehmt irgendeinen schweren Charakter, den ihr gern habt, ja. Und wechselt danach den Charakter. Das Auto bleibt gleich und versucht, euren schweren Charakter einzuholen. Es ist, wenn ihr genauso fahrt, wie ihr vorher mit dem leichten Charakter, genauso fahrt, wie mit dem schweren Charakter, werdet ihr nicht hinterherkommen. Ihr werdet ihn nicht einholen. Das sage ich euch. In diesem Sinne, wie gesagt, ich wollte euch das bloß ein bisschen näher führen, damit ihr euch das vorstellen könnt so richtig, damit ihr wisst, wovon ich rede, ja. Ja, und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mario Kart 8. Bis dann. Ciao.